Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge von MechWarrior Online. Heute spielen wir Conquest-Modus auf einer Karte, die ich noch nie gespielt habe. Wir müssen entweder 750 Ressourcen sammeln, alle Mechs zerstören oder ein Timeout erreichen. Ich habe jetzt mir mal das Startmenü gespart. Das kennt ihr ja mittlerweile zu Genüge. Wir stecken in meinem Stalker mit den Large Lasern, den LRM und den Medium Lasern. Und ja, wie gesagt, Karte kenne ich leider noch nicht. Da muss ich mich jetzt mal an die Kollegen hier halten. Genau, hier zum zum HUD, also da oben. Alter, wie sieht das denn hier aus? Sieht aus wie ein Todesstern. Also da oben auf dem Kompass seht ihr. Ach du Scheiße, die sind aber nah, ey. Sorry, wenn ich hier dauernd abbreche. Ach du Scheiße. Muss gucken, dass ich. Ah. Warum hört sich denn das hier alles so anders an? Target acquired. Ah, weil hier keine Luft ist. Ich verstehe. Ist ja krass. Auf was die nicht alles achten, ey. New target acquired. Ich bewege mich auch wesentlich langsamer als normal. Scheiße. Und da kommen ein paar Gegner, glaube ich. Nein, da ist einer. Ah, vorbei. New target acquired. Komm schon. Stirb. New target acquired. Treffer. So, und jetzt kommt der hier. Ach, wie süß. Incoming missile. Heat level critical. Komm schon. Wo ist er? So schnell kann ich mich gar nicht drehen. Treffer und Kill. Yes. Endlich. Lange genug hat's gedauert. Verpiss dich doch nicht einfach. Stell dich da im Tod. Ach Mist, die sind einfach zu schnell, zu nervig. Oh. Ach du Scheiße, ey. Dadurch, dass hier alles so leise ist im Weltraum, weiß man gar nicht, wie einem geschieht. Warning, incoming missile. Ich bleib mal kurz hier stehen. So, und jetzt traue ich mich mal wieder raus. Target acquired. Ah, Mist. Vorbei. Zumindest teilweise. Warning, incoming missile. Knapp. Ich bleib jetzt erstmal hier stehen. Wobei, nee, es bringt ja nichts. So, ab und zu mal rausgucken können wir ja mal. Target acquired. Yes, Komponente zerstört. Target acquired. Und Kill. Yes, und wieder ein Kill. New target acquired. Heat level critical. Nochmal zurückziehen. Wie man nichts hört, ey, das ist so krass. Aber ich find's toll. Ich find's gerade echt ziemlich geil. Target acquired. Mist. Der hat ECM, der lässt sich nicht loggen. Die haben fast alle ECM, oder?
Das war mal ein ganz großes Problem in einem Patch, nach einem Patch, dass diese, also als diese ECMs, das sind quasi Jammer, also die verhindern, dass ich jemanden für die Raketen aufschalte. Beziehungsweise, dass ich die spotten kann. Und das war am Anfang so krass unbalanced. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da sind auf einmal nur noch von diesen kleinen Mechs rumgelaufen. Oh, das war der Horror. Du musstest dann irgendwie, keine Ahnung, knappe 100 Meter an einen gegnerischen Mech ran, damit der mal aufschaltbar war. So, und jetzt seht ihr da oben, da sind ja in der Mitte ganz oben die Zeit und dann links und rechts so Dingers, so Zahlen, ne? Und es ist nicht gut, dass die gerade die rote schneller wächst als unsere. Das sollte man, sollten wir verhindern. Das versuche ich jetzt auch mal. Ich versuche jetzt mal Sigma zu erobern. Aber wo ist Sigma? Wie komme ich da hin? Wie viele Gegner sind noch übrig? Zwei. Trotzdem werden sie, wie's, so wie es aussieht, gewinnen. Ah, da hinten ist noch einer bei Kappa. Komm, Junge, spotte ihn. Ich hab noch Raketen übrig. Und drei schwere Laser, die auf Arbeit warten. Treffer. Komm schon. Heat level critical. Heat level. Komm schon. Ein guter Treffer. Yes. Und dann haben wir doch noch gewonnen. Das war knapp. 750 hätten sie gewonnen, wenn wir den nicht gefunden hätten. Perfekt. Und jetzt habe ich auch mal ein paar Kills gemacht. 2 Kills, 6 Assists. Damit gehöre ich diese Runde zu den Besten. Sehr geil. Sehr geil. Wie viel Geld habe ich denn eigentlich momentan? Boah, was dauert das so lange? Das dauert zwar wirklich sehr lange. Hallo. Klopf, klopf. Du sollst nur ein fucking Menü laden. Kein Map. Ich melde mich gleich wieder. Bis dann. So, da bin ich auch schon wieder. Also das Spiel ist irgendwie komplett stehen geblieben oder beim Laden hängen geblieben. Keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall nochmal neu starten. Und ich hoffe, dass jetzt alles funktioniert. Wir spielen wieder Conquest. Jetzt spiele ich aber mal mit dem Stalker, der als Trial Mac verfügbar war. Bin mal gespannt, was der an Bewaffnung dabei hat. Hoffentlich was Schönes, Großes. Soll sich ja auch rentieren, mit der Schüssel umzulaufen. Okay. Lasst's kurz durchschauen. Wir haben Medium Laser, Medium Laser, Raketen 4 ist eine Tech. Das ist, ich glaube, ein Leitsystem für Raketen, wenn ich mich nicht täusche. Aber wir haben vor allem einen Arsch voll LRMs dabei. Da seht ihr, 1260 an Munition. Ich glaube, pro Salve, wie viel werden da verschossen? 80 oder so? Genau weiß ich das gerade gar nicht. Aber wir werden es herausfinden. Ich finde es nur gerade ein bisschen blöd, dass ich keine Large Laser dabei habe. Ich mag es nicht auf weite Entfernung nur mit Raketen rumzuhantieren. Ah, diesmal kommen wir von dieser Seite. Okay.
Au! Mein Freund. Es ist anzunehmen, dass da auf jeden Fall auch Leute mit Gauss Rifles rumlaufen. Scheiße, die sind viel zu weit weg, ey. Da komme ich auch mit den LRMs nicht dran. Fuck. Komm, gib doch mir einer ein Ziel, ey. Ich bin immer noch zu weit weg. Target acquired. Yes. Viel Spaß damit. Scheiße, jetzt jagt das Ding in den Berg. Target acquired. Jetzt bist du fertig. Komm, noch ein. Noch eine Salve. Shit, alle in den Berg rein. Ist natürlich kacke. New target acquired. Wo? Au! Verdammte Axt, wo kommt das her? Irgendwas passiert da hinterm Berg. Oh. Target acquired. Da hinten kommen sie anscheinend auch gerade durch. Da werde ich mich mal drum kümmern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt gerade... Oh, scheiße. Da ist irgendwas mit einer PPC. Gerade sagen, da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da gerade irgendwo was Großes, Hässliches rumläuft. Aber es scheint doch der Fall zu sein. Da ist irgendwas. Irgendwas Großes. Ich weiß nicht, wie viele es sind oder wer es ist, aber irgendwas ist da. Jump Jets hat das Drecksding natürlich nicht dabei. Wo seid ihr? Ich bin natürlich jetzt saudämlich. Ich laufe jetzt hier komplett alleine rum. Kann übel enden. Wenn ich Pech habe. Ist jemand? Wo ist er? Wo ist er? Ah! Komm schon! Treffer. Volle Möhre. Ich habe sogar noch mehr Raketen, als ich gedacht habe. Wenn ich da mehrfach drauf hau, kommt auch mehr raus. Komm schon. Da oben ist ja noch jemand. Ich muss ja auch aufpassen, jetzt ist meine Hitze doch ziemlich über. Da habe ich Punkte für Spotten gekriegt, aber getroffen habe ich ihn leider nicht. Scheiße. Was ist es dann wert? Ah, die kommen über den Berg drüber. Schade. New target acquired. New target acquired. Da hinten sind anscheinend auch noch welche. Die umzingeln uns gerade so ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Aber von denen sind schon mehr tot. Komm Junge, mach einen Abgang. Lasst mich durch. New target acquired.
ECM, den kann ich nicht loggen. Also müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Da runter zu gehen ist ziemlich tödlich, glaube ich. Aber gut, wenn wir es natürlich alle machen, ist das was anderes. Treffer! Aber leider kein Kill, nur wieder. Nee, nicht mal ein Assist oder was? Ich glaube, es hackt. Die Raketen sind schon ganz schön runter. Wie sieht es da drüben aus? Ist alles fit? Ich folge dem mal. Ah, da kommt man aber, glaube ich, nicht hoch. Wo kommt das her? Ach, da hinten sind noch welche. Target acquired. Ich bin zu langsam. Und für was diese TAG ist, Tag, weiß ich immer noch nicht. Komm schon. Ich will mindestens bei dem beteiligt sein, wenn ich ihn schon nicht ganz krieg. Mir fehlen meine Large Laser. Definitiv. Nur Raketen? Nicht mit mir. Da bin ich viel zu abhängig von der Geschwindigkeit vom Gegner und allen möglichen Umständen, aber ich möchte auch gut zielen können. Target acquired. Komm schon. Ein einziger Treffer, das gibt's doch gar nicht. Und da haben wir verloren. Obwohl die Gegner schon so krass dezimiert waren, haben wir doch noch auf den Sack gekriegt. Weil wir uns nicht um die Punkte gekümmert haben. Mist! Kurze Statistik noch anschauen. Ah, nur zwei Assists gemacht. Das war ja nix, ey. Das war gar nichts. Und verloren haben wir auch noch. Das gegnerische Team fast komplett hinüber. Das ist doch scheiße. Naja, aber wir haben was gelernt. Laser sind doof. Laser sind cool. Raketen sind doof. Die Kombination ist der Hammer. Und soll ich noch kurz gucken, wenn das funktioniert? Ja. Es gibt noch eins, das muss ich mal kurz gucken, das Skill. Mal kurz schauen, ob ich hier irgendwas freischalten kann. Bei meinem Mac-Tree. Increase Battle Acceleration. Increase Maximum Amount of Battle Twist. Brauche ich nicht. Speed, wo er twisten kann. Move its arms, ich habe keine Arms. Turning Speed. Eigentlich nur Schrott dabei. Die guten Sachen, die habe ich alle schon. Naja, das gucken wir uns vielleicht das nächste Mal noch ein bisschen genauer an, wenn es denn eine nächste Folge gibt. Also bitte lasst mir Feedback da, ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!